angepisste Teppiche. Ja, unser Chihuahua hat immer alle Teppiche angepisst. Und leider ist der Hund Anfang dieses Jahres von uns gegangen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich muss endlich mal alle Teppiche reinigen. Die liegen schon 5 Monate einfach in der Ecke. Ich habe mir Anfang des Jahres von Kercher so einen Teppichreiniger geholt, den aber noch nie verwendet. Jetzt mal ausprobiert. Damit sprüht man das Ganze erstmal ein und dann kann man das so absaugen. Also es ist so ein Waschsauger. Und auf dem Teppich war es am heftigsten, aber es ist alles bis auf die Stelle hier gut weggegangen. Dann der Teppich vom Gaming Room, der war auch ziemlich dreckig, also da ging das auch ziemlich gut. Ich hoffe halt nur, dass die Fasern nachher noch immer so geil weich sind. Aber der ist dunkel und hatte zumindest keine Flecken, aber das Widerlichste war dieses Schaffell oder Fakefell hier. Da so ein eingetrockneter Pissfleck, keine Ahnung, was das andere ist, und das ist schon über ein halbes Jahr, aber es ging mit dem Teil einfach raus. Also ich war wirklich überrascht von den Ergebnissen. Ich hoffe halt wirklich, dass die Fasern, wenn es trocken sind, noch immer geil sind. Aber wenn ich mir das Wasser anschaue, was da so Widerliches in den Teppichen ist, einfach nur krank. Also Leute, reinigt eure Teppiche.